Hallo, liebe Gaming-Community, zu der ersten Folge von dem ungefragten Podcast. Dem Podcast, nach dem niemand gefragt hat, der trotzdem da ist Ganz und genau. den wahrscheinlich auch niemand hören will. Ihr euch aber trotzdem anhört. Ja. Und was haben wir uns vorgenommen, oder wenn man es so nennen möchte? Wir haben für uns gesagt, wir wollen einfach über Gaming und ähnliche Themen sprechen, was so zurzeit los ist und was nicht so in den, ich möchte nicht das Wort Mainstream-Medien in den Mund nehmen, da wirke ich ja direkt wie in, ne, so einer. Nee, aber einfach austauschen und natürlich auch mal wieder die Gelegenheit nutzen, einfach, dass wir beide gegenüber mehr in Kontakt kommen. Ja, gestern habe ich mal so überlegt, wir haben jetzt fast über 20 Jahre kennen wir uns jetzt, ne? Ja. Es ist eigentlich schon ziemlich hardcore und nach 20 Jahren könnte man auch mal, also es ist ja so ein Podcast, dachten wir uns, beziehungsweise soll es werden, der auch so ein bisschen wieder dazu fördert, dass Leute miteinander agieren. Also reagiert gerne auf diesen Podcast überall auf allen Plattformen. Twittert es, ja, Elon Musk freut sich über die ganzen Werbeeinnahmen. Und also ich hoffe, ihr hört alle so ein bisschen schon mal den Sarkasmus und die Ironie raus, die euch jetzt generell, ich glaube, die nächsten Folgen begleiten wird. Ich hoffe, es wird mehrere geben. Ja, und nicht, dass wir jetzt einmal sagen, hey cool, wir machen das. Wir haben uns einen Termin gesetzt vor 3 Wochen. Und jetzt wird es 5 oder 6 Wochen dauern, bis wir dann wieder Zeit finden, weil natürlich ist es auch alles durch Berufstätigkeiten etwas schwierig ab und an. Ja, Wie das halt so ist, ja. richtig. Wir werden ja auch nicht jünger, ne? So schaut's nämlich mal aus. So ein Ding ist das. Jetzt, wir hatten schon mal, als wir uns überlegt hatten, ja, komm, wollen wir machen, wollen wir nicht machen, hatten wir mal so ein Thema auf dem Tisch und dazu kannst du gleich mal was sagen, beziehungsweise würde ich dich immer anfangen lassen, denn mein Let's Play zu Dragon Age The Veilguard ist ja bereits zum Thema also zum Zeitpunkt der Aufnahme bei Folge 20. Und da gab es ja auch einige, ja, wie sagt man das jetzt? Kontroversen. Ja, Kontroversen tatsächlich, die da nicht, ja, gerade leicht mitgespielt haben in den Pressebewertungen. Und ich würde jetzt einfach dir erstmal das Wort überlassen, dann kannst du mal sagen, ja, was du aus den Medien kennst und dann kann ich dir gerne mal meine Einschätzung dazu geben. Was ich denke. Genau, also ich habe es ja nach wie vor nicht selber gespielt. Ich habe die Vorgänger mal angespielt, aber ich bin mit Dragon Age nie warm geworden. Das ist nicht Teil von meiner, ne, also ist nicht so bei mir drin. Ich muss dazu sagen, dass viele, viele YouTuber, die ich auch in dem Hin in der Hinsicht geschaut habe, musste ich, glaube ich, den einen oder anderen Kanal jetzt auch mal deabo, sagt man deabonnieren, also das ne, auf alle Fälle nicht mehr folgen. Weil jetzt auf einmal jeder sich auf die Seite stellt, von wegen so, also wirklich nach dem Wahlsieg von Trump, das geht jetzt gerade in eine krasse andere Richtung, aber dass sie auf einmal sagen, wir haben es ihnen allen gezeigt, was ich furchtbar finde. So. Nee, das, was ich von Dragon Age mitbekommen habe, war hauptsächlich diese Vorauswahl von Bewertungsportalen oder Gaming-Magazinen, die quasi das Spiel bekommen haben, weil damit zu rechnen war, eine positive Rückmeldung zu bekommen. Was aber nach wie vor eigentlich, glaube ich, auch alles nur Spekulation ist. Was nicht die feine englische Art wäre, weil das generelle mit den ganzen Rating von irgendwelchen Spieleseiten, Spielemagazinen, die 7 von IGN kennt, glaube ich, jeder. Ich Ja, tatsächlich ist nicht. schwierig. Nein? Nee, was sind die 7 von IGN? Also, es bekommt ja gefühlt jedes Spiel von IGN bekommt mindestens mal eine 7 auf von 10. Ach so, du meinst so wie das neue Mario und Luigi, was einfach überall eine 5 bekommen hat? Also, keine Ahnung, bei IGN kriegt quasi jedes Spiel eine 7 von 10 und sowas. Und aber egal. Nee, von den Videos, die ich gesehen habe, ist es.
Ich kann ein bisschen nachvollziehen, wie Leute enttäuscht sind, weil im Prinzip es sieht gut aus, rein qualitativ betrachtet. Wenn man jetzt den Artstyle mit den Teilen davor vergleicht, dann ist es natürlich was komplett anderes. Und wenn jemand das Franchise mag oder mochte bisher und damit groß geworden ist und dann kann das sehr enttäuschend sein, denke ich. Du meinst jetzt wegen des Artstyles? Ja, weil dort ja auch bemängelt wird, dass es jetzt so in diese Pixar-Look-Richtung geht und es vorher dann doch etwas eher in die reale Richtung ging. Was halt auch immer so ein Ding ist bei einem Fantasy-Game, ne? Aber ja, ich könnte mir vorstellen, wenn ein Spiel, was du oder eine Spielreihe, die du seit Jahren in dein Herz geschlossen hast und dann auf einmal mit einem komplett anderen Artstyle um die Ecke kommt, das kann schwierig sein. Wenn es einem nicht gefällt, kann auch sein, dass auf einmal der neue Artstyle voll einschlägt oder sowas. Aber ich glaube, bei Dragon Age war das auch einer der Probleme, weswegen viele gesagt haben, so, sag mal, das fängt an zu kindlich auszusehen. Also ich glaube, das Einzige, was mir aktiv aufgefallen ist diesbezüglich, war der, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so nennen kann, auch 2024 noch, aber der fehlende Gore-Aspekt, weil nirgends irgendwie Blut war. Und ich meine mich zu erinnern, dass vor allem in Origins, das war schon blutiger, der Rest von dem ganzen. Ja, Artstyle. Artstyle ist halt auch immer so eine Sache, ne? Ich versuche jetzt gerade mal nebenbei, wenn du hier mir das eine oder andere erzählt hast, habe ich mich nämlich nochmal hingesetzt und habe mal nebenbei so ein bisschen gegoogelt und versuche gerade so tatsächlich rauszufinden, ob das wirklich so viel, also so ein krasser Wechsel war, weil so. Ja, Also, es ist halt schon eine bessere Grafik geworden. Und der Artstyle hat sich jetzt nicht so schwer für mich verändert, eher zum Positiven. ja, aber dann bist du ja einer von denen, denen der Wechsel gefallen hat, wenn denn ein krasser Wechsel da war. Ich kann mich nur an Dragon Age Inquisition jetzt aktuell gerade erinnern und da fand ich zum Beispiel, aber das ist weniger Artstyle, glaube ich, das ist dann wieder mehr einfach Grafik. Die haben alle geglänzt, als ob die eingeölt dauerhaft rumrennen. Machst du das nicht? Privat? Erstmal Ich, rausgehen, erstmal eher selten. einölen. Ja, ich glaube, bei Inquisition, oh, das war alles irgendwie so gewollt realistisch, aber durch die damalige technische Möglichkeit war das halt echt ranzig. Wenn ich mir das jetzt hier gerade nochmal alles so. Aber ja, ich sehe, was du meinst mit dem Eingeölten. Ja, da habe ich jetzt hier gerade mal so ein paar Bilder. Mal gucken, ob ich euch das eventuell nochmal dann in das Video mit einschleusen kann an der Stelle. Ja, also es ist natürlich, was du jetzt ganz direkt zu Beginn gesagt hattest, diese Bewertung und wer hier was wie bekommt. Und das ist natürlich echt ein bisschen schwierig. Ja. Grundsätzlich, vor allem wenn halt irgendwie Geld geflossen sein sollte, fände ich das ja uncool auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich halt auch dazu sagen, es ist halt in jedem medialen Genre ist es halt überall das Gleiche. Also wie wird halt zum Beispiel Musik bekannter? Ja. Entweder durch heutzutage ein TikTok, ne? Oder wenn man mal überlegt, ich meine, vor roundabout 10 Jahren bin ich noch mit Umschlägen, in denen Geld drin war, bin ich zu Radiostationen gefahren, um zu sagen so, ey, hier hast du eine Platte, die kommt erst noch, hier habt ihr Geld, und jetzt setzt es mal bitte auf B- oder C-Rotation, weil mehr hat einfach das Management oder der Künstler halt auch nicht bezahlen können. Und dann ist halt einfach mal ein Song auch öfters gelaufen. So, also das ist ja auch tatsächlich so gesehen fast nichts Neues. Also für mich persönlich.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Und die Praxis, ja, passiert halt so, ne? Es gibt ganz viele, in Anführungszeichen, verwerfliche Praktiken. Praktiken, ja, genau, Praktiken, in unserem alltäglichen Leben, die überall stattfinden. Aber es redet halt nur keiner drüber. Aber mal davon abgesehen, der Unterschied jetzt zu deinem Beispiel mit Musik und dem Gaming ist, ja, um es bekannter zu machen, ne, gehst du zur Radiostation oder bei TikTok oder sonst irgendwas, gibst ein bisschen Geld dazu und sag mal hier, ne, ein bisschen öfters mal spielen. Da ist der Unterschied, das sind Sachen, die können die Leute theoretisch kostenlos konsumieren. Ne? Die hören den Song zum Beispiel dann, um mal ein paar Jahre zurückzugehen, dann halt öfters im Radio, können aber dann für sich selber halt sagen, gefällt mir, ne? Ob er mir jetzt gefällt, weil ich ihn öfters höre oder so, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber erstmal gefällt er mir nicht. Und dann kann ich immer noch entscheiden, kaufe ich mir jetzt die Platte, CD, Kassette oder so. Bei so einem Videospiel, ne, wenn du auf irgendwelche Bewertungen von irgendwelchen offiziellen Portalen wartest und die geschmiert sind oder durch irgendwelche Reisen oder sonst irgendwas wohlwollend gestimmt sind oder sowas, da hast du ja erstmal keinen kostenlosen, du hast das Medium noch nicht konsumieren können oder sowas. Du musst dann erstmal sagen, okay, anhand der Bewertung, die dieses Portal meines Vertrauens jetzt abgegeben hat, werde ich jetzt das Geld in die Hand nehmen und werde mir das Spiel kaufen. Ja, verstehe, worauf du hinaus willst. Sag ich aber, das ist jetzt wird es direkt ein bisschen heikel. Eigentlich wollten wir vielleicht noch zwei, drei andere Themen, aber ich glaube, wir können direkt die erste Folge uns komplett damit beschäftigen, was da tatsächlich schiefläuft. Denn wenn wir das jetzt mal ins Pendant zur heutigen Zeit setzen, ich habe es ja erwähnt, ich Let's Play gerade das Game. So. Ja, zu meiner Jetzt. Schande muss ich auch gestehen, ich habe davon noch nichts gesehen, aber. Ekelhaft, Mann. Ihr geht jetzt alle mal auf meinen Kanal und guckt euch die Let's Plays an. Ja, Daumen, guck Abo das. und ja. Also pass auf, das Ding ist, jetzt kommt zum Beispiel EA an und sagt: Guten Tag, Herr Niven, nehmen Sie doch mal bitte das Game und Let's Playen das. Da sage ich, ja, okay. Was zahlt ihr denn? Dann wäre ich im Pendant dazu betrachtet, wäre ich ja die Radiostation. So, jetzt hättest du die Möglichkeit, umsonst das Let's Play dir anzuschauen. Das stimmt. So, Das. und jetzt kommen wir zu dem ersten großen Unterschied meiner Meinung nach, der beide Medien voneinander trennt. Und wir können auch theoretisch TV nehmen, ne? Dann kauft, I don't know, irgendein Privatsender im Fernsehen, kauft einen Film ein und dann läuft Herr der Ringe an Weihnachten mal wieder auf XY. Ja. Aber ich kann mir beim Radio und beim Fernsehen kann ich mir überlegen, kaufe ich mir das Medium, damit ich eventuell keine Werbeunterbrechung oder eine Staumeldung dazwischen kriege. Ja. Bei einem Let's Play muss ich vielleicht einen Tag warten, bis dann wieder ein Part rauskommt. Und das ist jetzt der erste Punkt. Also jetzt kommt er. Achtung, fesseln. Jetzt kommt er. Nämlich FOMO, was ich damit im Prinzip aufbaue. Weil ich würde vielleicht ganz anders spielen, als du es gerne möchtest, also wollen würdest. Ja. Ich spiele ja in Veilguard einen Zwergkrieger, Schrägstrich mehr Tank als jemand mit einer Zweihandwaffe. Jetzt könntest du natürlich ankommen und würdest sagen, ey, scheiße, Mann, ich würde unbedingt gerne sehen, wie läuft eine Elfe oder ein Elf, wie läuft ein Kunari, bla bla bla, mit der und der Skillung. Und schon hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst dir ein anderes Let's Play, was genau das spielt, wie du es sehen möchtest, oder du kommst in dieses Fear of Missing Out, scheiße, Mann, ich bin so angezeckt, ich will das jetzt selber spielen, weil ich will meine eigene Story in dem Game gerade erleben. Ich muss es mir jetzt kaufen. Und da sind wir, glaube ich, an dem ersten Punkt, wo ich sagen muss, da bin ich voll bei dir. Da fängt es nämlich an, wie manipulativ ist denn im Prinzip dieses gesamte Drumherum,
um dich zu forcen, das Game zu kaufen. Weil bisher, du hast Twitch als Konsummedium, ja, da musst du auch Werbung zwischendurch gucken. Du kannst die Videospiele, kannst du dir auf YouTube ansehen. Es gibt noch weitere Streaming-Plattformen, die aber nicht die Relevanz haben tatsächlich. Aber ansonsten hättest du meiner Meinung nach ja immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gucke es mir auf jeden Fall umsonst an. Ja, das stimmt, ja. So, und ob jetzt, wenn du jetzt natürlich sehr anfällig für FOMO wärst, was du jetzt zum Glück tatsächlich echt nicht bist, also außer ich komme wieder mit einem WoW-Abo um die Ecke. meistens. Ja, meistens bist du da sehr, sehr unanfällig tatsächlich. Aber wenn man dafür anfällig ist, dann wird es natürlich echt ein schwieriges Feld. Wo ist es noch legitim, etwas für besser zu verkaufen, als es am Ende ist? Ja. Und dann kommen wir wieder auf die Presse zurück. Weil man halt auch sagen muss, meiner Meinung nach sind die Gaming-Presse-Artikel nicht immer so objektiv. Und das jetzt mal abgesehen davon, ob jetzt jemand viel Geld bezahlt hat oder weniger Geld bezahlt hat. Das ist mehr so. Ja, oder halt, ob überhaupt, also es muss ja nicht mal zwingend Geld fließen. Fängt ja auch schon mit solchen Sachen an. Dass bestimmt mal irgendwo der Gedanke fließt, so, okay, dieses Magazin, dieser Kanal, dieses wer auch immer, ne, hat uns das letzte Mal echt eine beschissene Wertung gegeben, ne? Der kriegt einfach jetzt diesmal keine Vorabkopie. Und also, dass dieser Gedanke bei den entsprechenden Publikationen ist und deswegen so, okay, wir müssen schon ein bisschen hier zugunsten von denen bewerten oder sowas, ne? Nicht, dass wir das nächste Spiel von denen nicht mehr kriegen. Und dann können wir nämlich auch erst ab Day One oder als Vorbesteller vielleicht auch 3 Tage früher das spielen. Dann haben aber alle anderen Kanäle, Influencer, sonst irgendwas, da schon die Finger dran gehabt und haben quasi schon den ersten Schwung an Leuten abgeholt. Und danach, ne, kommen die erst dran, sodass denen halt irgendwie Klicks, sonst irgendwas verloren geht. Also meine Devise ist dabei, immer so irrelevant bleiben, dass es gar nicht auffällt, wenn du also was Schlechtes sagst. Alles geschafft im Leben. Ja, perfekt, Mann. Kriegst die Games umsonst und bist trotzdem so irrelevant. ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich sehr schwierig, weil da kommen wir natürlich dann wieder auf die Pressefreiheit. Wer kriegt zuerst einen Pressetermin und kann eventuell über irgendwas exklusiv reden? Aber da muss ich ehrlich sagen, also da ist Gaming News ist da eigentlich so für mich persönlich das Uninteressanteste, was es irgendwie, wo es darum gehen sollte. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie viel passiert irgendwie in der Welt, ne? Dann wer hat welchen Slot, um sich einen Film vorab anzusehen? Wer kriegt eine exklusive Kopie von einer Schallplatte, also Schallplatte, von einer CD irgendwie vorab. Ja, CD, das ist ja noch irrelevanter als Vinyl. wer kriegt eine Platte vorher vorab gezeigt? Und dann bin ich ehrlich, ich meine, klar, ne, Gaming hat, glaube ich, mittlerweile genauso viel Konsumeinnahmen wie Filme, meine ich inzwischen. Jetzt keine Zahl spontan hier liegen. Ich mach das mal kurz. Mach das mal. Konsumeinnahmen, Videospiele. Ich glaube, das ist nämlich erst vor ein paar Wochen wieder rausgegangen, dass der Umsatz, der am Gaming-Markt herrscht, fast mittlerweile, beziehungsweise hat sogar Kino eingeholt. Einnahmen. Kinofilme. Das ist das Wort, was ich suche. Ihr merkt übrigens da draußen, ich mache das hier sehr interaktiv. Ich nehme euch mit auf diese Reise, beziehungsweise wir nehmen euch mit auf diese Reise, indem wir euch mit im Internet begoogeln. Also, der Umsatz mit Google that for you. Ja, genau. Der deutsche Game-Markt konnte 2023, also nur Deutschland, ne? Insgesamt abermals deutlich wachsen. Der Umsatz mit Games, Games-Hardware. Ah, okay, da fällt natürlich dann noch wieder sowas wie eine
wie eine Konsole. Ja, und eine Grafikkarte darunter, die ja schon mittlerweile fast Kleinwagenpreise haben. Aber das Gesamte ist auf 9,97 Milliarden Euro. Ja, aber wie viel ist denn nur für Videospiele ausgegeben worden? Ja, die Zahlen können wir immer noch nachreichen. Ja, die erfahrt ihr dann im nächsten Part. Schaltet wieder ein. Ne? Fear of missing out, ihr müsst einschalten. Ja, genau, sonst verpasst ihr diese Zahl. Oder ihr googelt sie einfach und schreibt es unten in die Kommentare. Und schon haben wir Interaktivität gefördert. Geil. Mega. Ich habe übrigens die Woche, wo du gerade mega gesagt hast, ich habe gelernt, dass es voll das Boomer-Wort ist. Das sagen nur alte Leute im Internet. Oh, verdammt. Ja, schon wieder geoutet, ne? Ey, ich weiß jetzt aber auch nicht ganz ehrlich, warum. Also ich glaube, wenn man dann noch so den Daumen dazu hebt, so, das ist ja mega. So, also ich glaube, dann fängt es wirklich an, schwierig zu werden. Das Schlimme ist, genau da sehe ich mich halt gerade. Ich habe es gerade gemacht und dachte so, Alter, das fühlt sich einfach nur falsch an. Ja. Für Videospiele ausgegeben. Das lässt mich nämlich nicht in Ruhe. Euro. Ausgegeben. Also 2,59 Milliarden Euro. Und Kinofilme. Wow. Warum kriege ich das von dem einen Thema kriege ich es easy angezeigt, vom nächsten wieder nicht. Ja, ich finde auf jeden Fall 3 Milliarden ist schon eine, habe ich Milliarden oder Millionen? Milliarden. Ich finde, also 2,5 Milliarden finde ich schon echt stramm, ne? Die Kinozahlen kriegst du deswegen nicht, weil da steckt Hollywood dahinter. Ja, der Witz ist halt natürlich auch, das wäre jetzt halt auch, das würde ich echt gerne mal wissen, inwiefern ist es beschönigt bei den Kinofilmen, in hinsichtlich dessen, was ist vorher für die Filme ausgegeben worden. Aber wie sind wir jetzt eigentlich denn da drauf gekommen? Wie kam ich drauf? Eine gute Frage. Leute geben Geld aus für Videospiele und die Leute geben Geld aus für Filme. Ey, ist nicht schön, wenn man alt wird. Ja, also wir haben uns jetzt ein bisschen verhaspelt, aber ich glaube, das ist ja auch der Charme dessen. So würden wir ja auch normal reden. Also lasst uns in Ruhe, wir sind alt. Ja, also grundsätzlich, ich finde das meine persönliche Meinung. Ne? Ich habe Dragon Age, um jetzt wieder back to topic zu kommen, ich habe dafür das reguläre Geld bezahlt, weil ich einfach dachte, boah, ich habe ein Jahr lang habe ich mir kein Videospiel gekauft. Ich habe halt nur mein Abo für World of Warcraft bezahlt. Mhm. Plus dann von Partnerschaften oder ähnlichem halt Keys bekommen. So. Und dann dachte ich mir, ja gut, kaufst du jetzt mal das Spiel. Ich habe mir keine Trailer vorher angeguckt, ich habe mir keine Reviews vorher durchgelesen, bin einfach übelst blind in das Game rein. Und ich muss sagen, seit Baldur's Gate 3 kann ich mich für mich persönlich mit ruhigem Gewissen hier hinsetzen und kann sagen, das ist Game of the Year. Wenn ich mir nämlich so angucke, was ansonsten halt noch irgendwie aktiv auf dem Schirm gelandet ist bei mir, nämlich sowas wie Final Fantasy 7, Gott, wie hieß das, der zweite Teil vom Remake? Da habe ich keinen Überblick. Großer Final Fantasy Fan, aber was sie mit diesen verstückeln, das verstehe ich nicht. Da habe ich einen Überblick verloren. Da war übrigens gerade ein kurzer Soundbug, sorry. Final Fantasy VII Rebirth. Müsste es gewesen sein. Ja, Rebirth. Mhm. Oder? Warte mal, Reunion war das davor, ne? Reunion, jetzt muss ich kurz. Ja, genau. Reunion war im Prinzip der PSP-Teil und Rebirth war. Also, den habe ich für dieses Jahr noch irgendwie auf dem Schirm. Ansonsten fällt mir tatsächlich nichts ein, was dieses Jahr Game of the Year würdig gewesen wäre.
da setze ich mich jetzt natürlich hart in die Nesseln wahrscheinlich bei manchen Leuten, aber ja. Ah, bestimmt wieder Starfield. War Starfield dieses Jahr? Nein. Oh, hier das DLC könnte ja bestimmt. Ja, genau, das. So, dieses hochqualitative Spiel. Also, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob Starfield vielleicht auch bei mir, ob ich das einfach falsch betrachtet habe. Vielleicht wollte ich unterbewusst ein Skyrim im Weltall und alles, was ich bekommen habe, war Starfield. Und Ladebildschirme. Alter, also, not gonna lie, ne? Du kennst mich ja, ich mag Ubisoft-Spiele und ich finde das alles super. Weil es ist genau mein Ding, es ist super casual, ich muss mich da nicht anstrengen, es ist es hat keinen Oscar verdient, aber es ist genau die Art von Unterhaltung. Und wenn ich mir zum Beispiel Outlaws, also Star Wars Outlaws, angucke und das mit Starfield vergleiche, es ist ja schon 1:1 eigentlich das Gleiche von den Ladebildschirmabschnitten. Mhm. Aber ich fand das bei Outlaws um so viel angenehmer, dieses, okay, ich fliege jetzt von einem Planeten weg und das mache ich nicht händisch und ich lande auf einem Planeten und das mache ich auch nicht händisch, aber irgendwie hat es mir mehr getaugt als das, was uns da Bethesda gegeben hat. Und ey, an alle Leute, die das da draußen hören und mich kennen und beim Bethesda arbeiten, ich mag euch immer noch. Aber Starfield war irgendwie nicht so geil. Meine Meinung. Aber hat immerhin eine 10 von 10 von IGN? Nee. Das weiß ich jetzt in der Tat nicht. Ich sehe halt immer nur auch das, es geht ja heutzutage nur noch in Extrem. Ne? Also für die einen ist Bethesda, beziehungsweise Starfield unterster Schmutz. Ne? Es geht quasi nicht schlechter. So weit runter würde ich es zum Beispiel auch nicht packen. Also mir hat es definitiv keinen Spaß gemacht und ich weiß nicht, wo dieser Hype für dieses Spiel nach Release noch herkam. Und dann gibt es aber andere Leute, die sagen, das ist das Game of the Century. Es gibt nichts Besseres auf dem Markt als dieses Spiel und das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also erstens, wie man das über Starfield behaupten kann und zweitens, warum muss das denn immer nur noch in Extremen sein? Also warum kann es nicht einfach, das Spiel ist okay. Ne? Ich finde, es hat mir war ein paar Euro zu teuer für dem, was ich bekommen habe. Oder es war ein gutes Spiel, es hat mich unterhalten. Ne? Und wenn es nur 6 Stunden waren, 8 Stunden oder sowas, solange es dich gut unterhalten hat, weil es ist ja ein Unterhaltungsmedium immer noch, dann ist das doch alles super. Aber es muss heutzutage, muss es Game of the Year, Game of the Century sein oder es ist der letzte Rotz, den gefälligst auch niemand anders genießen darf und muss sofort gelöscht werden. Also ich fühle mich jetzt hier ein bisschen angegriffen, weil ich habe das mit Game of the Year ins Rollen gebracht. Ja, und nein, das war jetzt nicht extra auf dieses Game of the Year, aber weißt du, was ich meine? Ne? Es muss entweder in den Himmel gepriesen werden oder absolut verflucht. Es gibt keine Mittelwege mehr. Ja, und genau das ist wieder so das, was mich halt grundsätzlich komplett stört. Du siehst bei irgendjemandem, hallo, ich habe das Spiel gespielt und es ist totale Rotze, weil. Und dann kommt eine Kleinigkeit. 10, es war gut und dann eine Kleinigkeit hat mich voll gestört. Und da denke ich mir so, ey, anscheinend, wenn du es durchgespielt hast, kann es nicht so scheiße gewesen sein. Zum Beispiel, ich habe Starfield 2-mal angefangen, weil ich beim 2. Mal dem Game eine Chance geben wollte, weil ich mir einfach dachte, so, ey, vielleicht kam ich einfach beim ersten Mal nicht rein. Habe ich ja zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West, ist ja das gleiche Problem. Zero Dawn habe ich beim dritten Start endlich dann mal durchgezogen. Und Forbidden West bin ich jetzt beim zweiten Start und ich höre wieder an der gleichen Stelle auf, wie ich es schon beim ersten Mal getan habe. Und das ist halt, es gibt halt auch so dieses, vielleicht liegt es auch einfach an mir, dass ich mit diesem Spiel nicht warm werde. Und ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Parts für Starfield aufgenommen. Und es war einfach, ich habe dann auch beim letzten Mal gemerkt so, also Leute, ich höre jetzt hier auf.
Und ich würde gerne, aber es bringt nichts. Und fertig, aus. Es ist nicht mein Game. Und ich glaube, das ist der Grund oder einer der Gründe, warum viele halt immer sagen, das Spiel ist Schmutz oder das Spiel ist Game of the Year, Game of the Century, weil die sich selbst nicht eingestehen wollen, dass es vielleicht einfach nur nicht ihr Videospiel ist. Ja. Imagine. Nicht alle Videospiele sind für alle gemacht. Ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel noch Elden Ring. Weil, also, soweit ich mich richtig erinnere, kannst du mit nämlich auch nichts anfangen, weil Souls-Likes nichts für dich sind. Ja. Und ich glaube, die richtigen Hardcore-Souls-Likes sind auch nichts für mich. Aber Elden Ring hat halt so genau dieses Mittelding bei mir erwischt. Und ich habe es ja 2-3 Monate lang ununterbrochen gespielt, weil es genau für mich war. Aber so sind es halt die Unterschiede, ne? Das ist nicht jedes Spiel ist für jeden gemacht. Nicht jeder muss FIFA spielen. Nicht jeder muss das neue Call of Duty spielen oder sowas. Es ist halt nicht alles für jeden. Aber jeder könnte das neue Call of Duty spielen, denn es ist im Game Pass drinne. Und da kommen wir zu unserem heutigen Spaß. Aber Microsoft, ne? Falls ihr zuhört. Ach so, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nein, der Rest ist Subtext. Okay. Schwingt doch alles mit. Ja, ey, ich kann mich nicht beschweren, ne? Ich habe die ersten 3 oder 4 Jahre habe ich für meinen Game Pass nichts gezahlt. Also, danke nochmal. Das war auch eine geile Party. Ja, als ich noch mehr an der Konsole gespielt habe, gerade das letzte Jahr, vorletzte Jahr, weil können wir ja direkt das nächste Thema aufmachen, diese Abo-Modelle, ne? Es gab eine Zeit, da hat sich das für mich sehr rentiert, ne, wenn du halt die Möglichkeit hast, in vieles reinzugucken und sowas. Und ich finde, für den durchschnittlichen Spieler ist es in der Regel auch ein gutes Geschäftsmodell. Etwas, was sich für den Spieler lohnt. Mhm. Ob das sich dann für die Entwickler lohnt oder sowas, ist A, eine ganz andere Geschichte und B, mir als Spieler eigentlich auch herzlich egal. Weil ich will ja einfach nur konsumieren, ich bin Konsument. Ja. Und genau, nur ich habe dann halt für mich irgendwann halt auch gesagt, ich weiß nicht, ich sitze vielleicht 1-2 Mal pro Monat noch vor der Konsole oder sowas. Da macht es aktuell keinen Sinn, jeden Monat Geld dafür zu bezahlen, wenn es eh nichts gibt, was ich spiele. Also wenn wir jetzt mal überlegen, ne, 18 Euro kostet der Xbox. Wenn wir gerade mal das Thema angeschnitten haben, 18 Euro kostet der Ultimate Pass. Das ist der Game Pass, den du brauchst, um an PC und Konsole spielen zu können. Ja. So, nehmen wir das jetzt mal 12, sind es 216 Euro, die man im Jahr zahlt. So, und jetzt muss ich mal ehrlich sagen, dass ich meinen Xbox-Launcher gerade nicht finde. Wenn wir jetzt mal darauf tatsächlich eingehen, welche Spiele halt da drin sind. Und dann muss man natürlich aber auch wieder für sich selber rechnen und sich überlegen, ja, was ist mir jetzt das Spiel tatsächlich wert, weil es gerade ja im Game Pass ist. Ne? Da hast du ja nicht diese Rechnung von wegen zu sagen, bin ich jetzt bereit, 60 Euro für das Game auszugeben, sondern du kannst ja ein bisschen variabler mit dem ganzen Thema umgehen und einfach sagen, ja, ich möchte jetzt einfach mal wissen, was ist für mich das Game wert oder nicht. Und kann ich das mit reinrechnen oder auch nicht? Jetzt sehen wir zum Beispiel, Black Ops 6 kam jetzt jüngst rein. Was hat das meines Wissens gekostet? 70 Euro, glaube ich, oder für PC 80, für Konsole 80, ne? Ja. Also in der kleinsten Variante. Genau. So, also für mich ist Black Ops 6 definitiv nicht mehr, oder Call of Duty generell, nicht mehr 60, 70, 80 Euro wert. Weil ich mainly eigentlich nur noch die Kampagne spiele. Gehen wir mal einfach davon aus, ich würde dem ganzen Ding sagen, okay, gut, komm, ist ein Story-Game, 40 Tacken, let's go, fertig, aus. Dann könnte ich bis zu 5 von diesen Spielen, wo es die mir halt nur 40, 50 Euro wert sind, könnte ich 4 Games im Jahr damit abkaspern. Und könnte sagen, okay, gut, das wäre es mir wert. Das finde ich tatsächlich
ich glaube, das ist auch das, was du meintest. Das ist halt das, wo man sagen kann, das ist ein Worth. Aber wenn man halt nur ein Spiel spielt, dann lohnt sich halt so ein Abo-Modell gar nicht, oder? Genau, ja, Ja. weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich glaube wirklich eine sehr, sehr große Prozentzahl an Spielern, die spielen halt ihr ein oder zwei Spiele pro Jahr. Ne? Und da kommt immer mal wieder was kurz Neues dabei. Das wird dann aber wieder weggelegt und dann wird sich wieder zu dem alten Spiel hin bewegt. Und wenn du es jetzt bei Call of Duty bleibst, ne? Du weißt, du spielst das komplette Jahr über Call of Duty. Dann ist es, rentiert sich natürlich für dich eher, ich kaufe es mir jetzt für einen einmaligen Preis und kann es dann das komplette Jahr über spielen, bis ich dann nächstes Jahr mir das nächste Call of Duty hole. Wenn ich allerdings sage, ich bin hier der komplette Variety Gamer, ne? Also jetzt hier 2 Wochen lang Call of Duty, dann nochmal 2 Wochen, ach, mir fällt gerade nichts ein, Indiana was Jones kommt dort. als nächstes im November. Genau, ne, wenn du sagst, das möchtest du dann 2 Wochen spielen, dann nach 2 Wochen wieder das nächste Spiel, dann ist so ein Abo-Modell für dich das Bessere. Ne? Dass du dann sagst von wegen, ey, du würdest dir rein theoretisch für 2 Wochen spielen, jedes Mal ein neues Spiel kaufen und das auch wirklich in dem Rhythmus das ganze Jahr über durchziehst oder sowas. Ne? Dann bist du bei 26 Spielen im Jahr und die dann alle bei mittlerweile 70, 80 Euro, das ist dann eine ganze Stange teurer, als wenn du dir dann das Abo holst. Sind über 2000 Euro, habe ich gerade mal ausgerechnet. Ich werde nie vergessen, wie ich 2013 war das, glaube ich. Da habe ich 13 oder 14, da habe ich noch bei Keystores eingekauft. Dann ist er noch mal ein bisschen günstiger. Ich habe in dem Jahr habe ich für 1200 Euro Videospiele gekauft, weil ich ja vorher keinen PC hatte. Ja. Eine ganze Zeit lang. Da konnte ich ja nur World of Warcraft spielen. Und plötzlich kam dieser PC in mein Leben und ich einfach nur so: Oh mein Gott, mir stehen alle Pforten offen. Haben, haben, haben. Was, du spielst es? Okay, wir spielen das 5 Minuten. Ich kauf's mir. Hey, ich habe auch letztens meine Steam-Bibliothek mal ein bisschen durchgeguckt nach Time Played. Und es gibt da einfach mehr als genug Spiele, die haben bei Steam eine Time Played von 0. Einfach, ich habe die nie geöffnet, diese Spiele. Aber Hauptsache besitzen. Ja. War im Sale. Ist im Sale, nimmt man dann mal mit. Ja, mittlerweile würdest du wahrscheinlich nochmal um 50% von dem, was du ausgegeben hast, bekommen. Aber ja, ich will gar nicht wissen, wie viele bei mir. Warte mal, doch. Ich weiß es doch. Ich habe doch hier eine Liste mal erstellt gehabt. Aber da ist dann auch wieder so das Ding. Und das muss ich halt als auch mal ehrlich sagen. Alte Spiele kann man auch teilweise immer noch sehr gut spielen. Also, ich habe ja jetzt zum Beispiel Black Ops 1 gerade nochmal für YouTube Let's Played. Und ich muss sagen, also, ne, klar, das Ding hat mich komplett zermürbt an manchen Stellen, weil es in Vietnam spielt und fuck my life, dieses Game war dann wirklich auch mal in Vietnam. Aber kann man machen. Und ich kann hier dir und allen anderen da draußen tatsächlich gerade nur empfehlen, geht mal in eure Steam-Bibliothek und kramt irgendwie, nehmt euch mal einen Monat und sagt mir wirklich, okay, ich fange jetzt mal an, so wie ich es mit meiner Game Pass Challenge gemacht habe, im Oktober, doch letzten Monat war das. Jeden Tag habe ich ein Spiel aus dem Game Pass Let's Played. Eine Stunde lang, einfach nur mal reingucken, weil ich mal wissen wollte, was ist denn eigentlich in diesem Game Pass drin? Und da kam ich dann wieder so drauf, dass ich gedacht habe, okay, das Game muss ich mir auf jeden Fall mal wieder auf die Liste setzen. Das sollte ich mal tatsächlich nochmal spielen. Und das habe ich jetzt auch nochmal demnächst mit meiner Steam-Bibliothek vor. Und das wird, glaube ich, ein ganz wilder Ritt, weil mal gucken, ob ich das gleich mal finde. Also Leute, kauft nicht jeden Scheiß, der irgendwo im Internet angepriesen wird. Guckt euch auch mal die Games an, die ihr bereits habt. Weil da sind echt manchmal ein paar Perlen dabei. Manchmal ist es aber auch nur die rosarote Brille, auch wenn ich jetzt gerade hier das nicht kaputt machen möchte. Du meinst, dass die alten Games noch gut sind? Nee, dass man denkt, dass es mega geil war. Aber eigentlich ist es gar nicht so geil. Also Also. mir ging es so bei 007 GoldenEye. Die geilsten Erinnerungen damals, wie man vor dem N64 saß
Und dann teilweise wirklich zu viert auf so einem kleinen Röhrenmonitor, ne, sich da gegenseitig über den Haufen geschossen hat. Und dann kam es ja auch in den Game Pass. Und ich habe es sofort runtergeladen, ich habe es sofort gestartet. Ich glaube, der Muzzle war zu Besuch. Und dann haben wir das hier mal gespielt. Es hat auch Spaß gemacht. Kurz, so für 5 Minuten. Und dann hast du halt gemerkt, dass das einfach die Erinnerung daran ist besser. Du, das ist die Zeit, die man vermisst, nicht dieses Spiel. Und es ist noch was anderes, das ist der Capri-Sonne-Effekt. Capri-Sonne niemals Capri. in Glas einfüllen. Ey, ich sag dir, der Zauber ist weg. Der Zauber ist so weg. Und so ging es mir auch mit Baldur's Gate 1. Habe ich damals, also zur Info, Muzzle ist ein Bekannter von uns, beziehungsweise auch ein guter Freund. Und ich habe mit einem, mit dem wir beide auch zur Schule gegangen sind, also jeder von uns beiden hat so seine eigene Erfahrung mit der Person. Aber wir haben 12 Stunden lang unabhängig voneinander, weil es damals auch noch kein Online-Gaming so gesehen gab, haben wir Baldur's Gate 1 gespielt. Ja. Über 12 Stunden, und wir haben 12 Stunden lang am Telefon gehangen. Die Telefonleitung war nonstop bei uns beiden besetzt, weil es gab auch noch kein Teamspeak oder ähnliches. Oder zumindest kannten wir das so in der Form nicht. Und ey, ich habe Baldur's Gate als das beste Game aller Zeiten für mich in Erinnerung. Und dann war das bei Twitch, glaube ich, über Prime Gaming mal umsonst. Und ich so, geil, Mann, ey, gehst du nochmal rein? Und ich starte das Ding und habe es nach 10 Minuten ausgemacht. Und mir wirklich gedacht so, ey, nee, ich kann das einfach nicht mehr spielen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich, oh Gott, jetzt kommen wir, ey, wir machen heute einen kompletten Roundhouse-Kick, ne? Warum ich mir gestern, als die Warcraft 30 Direct war, nicht direkt die Battle Chest von Warcraft 1 und 2 geholt habe. Das hattest du mir im Vorfeld geschrieben. Ich hatte mir das nicht angeguckt. Ich wollte dich erzählen lassen und mich aufklären lassen. Okay, also. Die Direct an sich, alles cool. Sie haben so. Ja, es war auch sehr viel, guckt uns an, Blizzard, wir sind alle so Familie und viele haben hier ihre Frauen und Kinder und was sie sich nicht alles gefunden. So. War so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber ich fand es für 30 Jahre des Franchises auch so ein bisschen, ja, wie so eine Ehrung, ne, dem Franchise gegenüber. Auch den Leuten, die natürlich vor 30 Jahren mit dem Game angefangen haben, von denen sind ja jetzt die wenigsten noch in den Teams dabei. Oh. Und dann kam es zu Warcraft 3 Reforged und der Lead Designer war es, glaube ich, hat dann irgendwie gesagt so, ey, ich komme aus einem Haushalt, wenn wir was anfangen, dann machen wir es zu Ende und wenn es nicht perfekt ist, dann nehmen wir es in die Hand und verbessern es so lange, bis alle damit zufrieden sind. Und So ich. wie Blizzard früher alle ihre Spiele gemacht hat, ne? Ja, genau. So, wir bringen die erst raus, wenn sie fertig sind. Ja, oder gar nicht. Ja, ich kann mich aber tatsächlich an kein Game erinnern, was sie nicht rausgebracht haben. Titan. Ja, stimmt. Aber Titan. Ja, keine Ja, wurde Ahnung. dann irgendwie zu Overwatch und so. Ja, Und aber, irgendwie wird es jetzt auch wieder angefasst. Also, keine Ahnung. ne? Das bleibt noch abzusehen, was da tatsächlich mit draus wird. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt Patch, also Warcraft 3 Reforged 2.0 rausgebracht. Und jetzt wird's spielbar, oder was? Also, ich fand es ja vorher, die Kampagne jetzt auch nicht unspielbar, um ehrlich zu sein. Alles online-mäßig habe ich mir gar nicht groß angeguckt, um ehrlich zu sein. Ja. Aber du hast jetzt verschiedene Regler und kannst das Spielerlebnis dir so anpassen, wie du willst. Du könntest theoretisch die gesamte Grafik auf Warcraft 3, wie es damals war, runterdrehen, beziehungsweise die alten Texturen nehmen, nur eben hoch aufgelöst auf neue Monitore. Ja. An sich, ey, alles Gucci, finde ich. Ist ein feiner Zug. Aber jetzt gehen wir davon aus, du hast damals gesagt, ey Blizzard, was ist das für eine Scheiße? Und ich glaube, man konnte es zurückgeben, oder?
Ich glaube, nach einem riesigen Shitstorm haben sie irgendwann gesagt, ihr könnt egal, ohne Beschränkung, glaube ich, zurückgeben. Genau. Und dann sagen wir zum Beispiel mal, du hast es damals zurückgegeben. Und jetzt kam sie, ich muss ein bisschen weiter ausholen, Entschuldigung. Jetzt hast Ja. du es damals zurückgegeben. Fertig. Punkt. Ne? Erstmal bis hier, Stopp. Was hat das Game damals gekostet? Ich glaube, ein 40er, ne? Ich glaube, ja. So. Und dann sagen sie, ey, aber Warcraft, die Story fing nicht mit Warcraft 3 an. Und ich habe im Voraus gab es ja schon immer so, ja, Warcraft 2 Remastered, es kommt raus, jetzt ist es soweit. Nach Reforged haben sie einiges draus gelernt. Und tatsächlich gibt es jetzt die Warcraft Remastered Battle Chest. Inkludiert Warcraft 1 Remastered, Warcraft 2 Remastered und Warcraft 3 Reforged 2.0. Auch hier ist dann wieder das WoW-Mount, dieser Fleischwagen dabei. Ja. Das Ganze kostet 40 Euro. Jetzt wurde ich unflätig, wurde ich vom Postboten um diese unchristliche Uhrzeit rausgerissen. Ich war bei der Battle Chest stehen geblieben, ne? Genau, und da wir das hier alles sehr klug zusammenschneiden, gehe ich mal von aus. Jesse war gerade kurz abwesend. In der Zeit habe ich mir mal das Video angeguckt von Blizzard, also zu dieser Battle Chest. Und ich finde, es sieht alles sehr interessant aus, aber worüber nichts da steht, weil das war ja eins der großen, großen Werbeversprechen zu Reforged, also Warcraft 3 Reforged, dass diese In-Game-Cinematics alle komplett überarbeitet und noch besser und noch geiler sein sollen. Darüber steht aber nichts dabei, ne? Nee, Das. ist auch nichts passiert, so wie ich Okay. das sehe. Also ich weiß auch nicht, was sie da überarbeiten wollten. Also du meinst jetzt hier zum Beispiel, für die Leute, die es jetzt kennen, die werden jetzt wahrscheinlich auch wissen, worauf ich hinaus will oder was ich meine. Du meinst jetzt zum Beispiel, wo Archimonde Dalaran platt gemacht hat. Meinst du das? Nee, nicht die, sondern diese In-Game-Sequenzen. Also wenn jetzt zum Beispiel Arthas Fall, Arthas über Stratholme. die Brücke zu Stratholme genau geht und Uther von hinten kommt und versucht ihn aufzuhalten. Das ist ja also, gerade das so ein Key-Moment, ne? Und das ist ja alles in In-Game-Grafik damals schon passiert, was auch, finde ich, immer gut war. Also für die damalige Zeit sowieso überragend. Und das hatten sie dann in den Trailern, bevor Release war, hatten sie das ja auch komplett überarbeitet mit der neuen Grafik und sowas und ganz viele Kameraschwenks. Schwenks. Schwing. ne, weißt du, was ich meine? Kamerafahrten und Lippensynchron und der ganze Gedöns. Und im Endeffekt war es dann einfach weniger Kamerafahrten als vorher und weniger dramatisch. Das Einzige, was halt war, war das Grafikupdate, weil das halt eh auf dem ganzen Spiel drauf war. Okay, also bin ich ehrlich, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Dass sie das verändern wollten. Ja. Nee, aber also. Ich glaube, da ist jetzt auch, da wird auch wieder nichts geändert worden sein. Nee, das hätten sie, das würden sie, glaube ich, erwähnen. Sie hätten. Ah, ich bin eh ehrlich. Also, not gonna lie. Das waren jetzt. Wann kam Reforged raus? Wir haben 2024. 19, oder? Wann kam Reforged raus? Gut möglich, ja. Warcraft 3 Reforged Release. 20. Ja, okay, vor 4 Jahren. Ich finde, in den 4 Jahren hätte man einfach sagen müssen, ey, fuck it, wir stellen das alles mit den neuen Models, die wir über WoW haben, stellen wir das einfach damit nach. Also da sind wir wieder beim Thema Grafik und Artstyle. Mir gefällt diese Reforged-Grafik, dieser Artstyle null. Arthas und Jaina sehen richtig ranzig aus. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie Thrall, also für mich, ne? Jetzt muss ich kurz nochmal gucken, wie Thrall aussah. Aber ich glaube, da war ich auch nicht.
ah nee, da war ich auch gar nicht von begeistert. Ah nee, 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 nee. Und also da denke ich mir so, warum habt ihr nicht einfach die WoW-Chars dafür genommen? Ja. Das wäre so ein Zuckerschlecken gewesen. Aber hast du denn auch innerhalb der Trailer gesehen, wie jetzt Warcraft Remastered und Warcraft 2 Remastered aussieht? Ja. Was sagst du dazu, wenn ich dich mal so fragen darf? Ansprechend finde ich's. Also, ich bin viele Pixel-Games, weiß ich nicht, warum Leute sie spielen. Finde ich schwierig anzugucken. Ich bin keine Grafikhure, ne? Aber es darf schon einen runden Anstrich haben. Nee, ich finde, das sieht eigentlich nicht schlechter aus. So, hast du auch gesehen, was das ganze Ding kostet? 40 Euro insgesamt, ne? Genau, also alle drei Sachen 40 Euro. Ja. Vor 4 Jahren haben wir für ein Spiel davon noch 40 Euro bezahlt. Ja. Aber was ich nicht gedacht hätte, und da bin ich ganz ehrlich, dass der Preis angerechnet wird. Dass wenn du Reforged gekauft, aber nicht zurückgegeben hast, dass du dann weniger zahlst. Ne? Richtig. Also ich müsste jetzt 20,24 Euro, lul. 24 Cent. Ja. Ja. Also ich will ja auch nicht angeben, ne? Aber Elon Musk und ich, wir haben insgesamt einen Kontostand von 24 Billionen und 24 Cent. Ja, ja. So, gut, Spaß beiseite. Ich finde 2024, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das etwa, warte mal, der Preis ist tatsächlich 2024, weil wir haben das Jahr 2024. Oh mein Gott. Mind blown. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, aber auf jeden Fall, dann hätte aber eigentlich auch der Preis nur für Reforged einfach nur 20 Euro sein müssen. Aber dann wären wir bei 40,24 und damit wieder unter über 40 Euro. Okay, wir verhaspeln uns gerade schon wieder. Ich finde tatsächlich 20,24 Euro ist ein okayischer Preis, wenn man überlegt, dass man das klassische Warcraft 1 und 2 zusammen bei Good Old Games, also hier dem Launcher von CD Projekt Red. Yes. Und alles die, nicht DMCA, sondern DMC. Frei, ja. Ja, glaube ich, so heißt es. Für 17,38 Euro oder 39 kaufen kann. Also da gebe ich gerne 3 Euro mehr aus und habe die neue Grafik und kann eventuell auf die alte Grafik runterschrauben. Ja. Also ja, aber da war ich wirklich so, ich saß hier gestern und dachte so, boah, willst du dir aber wirklich das alte Game nochmal angucken? Ich habe so viel gute Erinnerungen an Warcraft 1, 2 und noch mehr an 3, aber 3 ist mir leider durch Reforged komplett verschissen worden, so ein bisschen. Dass ich hier wirklich gar gesessen habe und habe gedacht so, will ich das alte Game 30 Jahre später nochmal spielen? Also, ich habe es nicht vor 30 Jahren gespielt, sondern vor, oh, ich glaube vor 20, 25 Jahren habe ich, nee. Es kann halt wirklich passieren, ne, weil es ist halt die alten Steuerelemente, ne? Wahrscheinlich wirst du die alten Limitierungen drin haben. Zum Beispiel was Einheiten anwählen geht und sowas. Aber ja, kann passieren. Ja, und du kannst deine Minions wieder zwischen die Häuser einbuddeln, weil die Idioten da wieder nicht rauskommen aus den Pixeln. Aber da frage ich mich, warum macht Blizzard so ein Ding? Und ich finde es gut, aber EA sitzt da und scheißt komplett auf Command & Conquer. RTS ist ein Genre, was so zurzeit nicht mehr groß genug ist, gefragt genug ist. Es ist ein Nischengenre mittlerweile. Ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade, ne? Also ich meine, gut, wann hast du das letzte Mal ein RTS aktiv gespielt? Genau. Ja. Und so wird ein Shoot raus. Aber ich sag mal so, ne?
die StarCraft 2 Kampagnensammlung ist jetzt auch im Game Pass. Eieiei. Aber finde ich ja gar nicht mal so scheiße eigentlich. Kannst ja nochmal komplett StarCraft 1 und 2. Ja, aber also bei allem ist immer die Gefahr, war das Spiel wirklich gut oder ist es gut gealtert oder hast du einfach nur sehr schöne Erinnerungen daran? Ey, lass doch mal jetzt, ich meine, wir haben schon gut heute viel erzählt, aber gesagt haben wir natürlich auch nichts. Lass doch mal gerade so zum Abschluss für heute, um mal Eine viele Themen. Kaufempfehlung aussprechen. Ja, genau. Nein. Nein, um viele Themen angefangen zu haben, aber nichts dazu beendet zu haben. Ja. Aber was wäre denn so dein Game von deiner gesamten Gaming-Laufzeit, sage ich jetzt mal, wo du sagst, das hättest du gerne noch mal neu aufgelegt in puncto Grafik, Spielbarkeit und Handling. Metal Gear Solid. Das Solid Snake. Also Metal Gear Solid Snake, der Teil, der damals für die PlayStation 1 rauskam. kam richtig schnell jetzt. Ja, ich habe nachgedacht, während du mich gefragt hast. Es gibt auch noch andere Kandidaten, zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, aber es sind viele Spiele. Einige davon haben ja mittlerweile Remastered bekommen. So Sachen wie hier Spyro the Dragon und sowas, ne? Das sind alles schöne Erinnerungen an damals, die sich mittlerweile auch gut spielen lassen, größtenteils. Was ich wirklich feiern würde, wäre ein Metal Gear Solid Snake. Der erste Teil, der da, also der ist ja chronologisch betrachtet, der weiß ich nicht, wie viel Teil, aber der Teil, der damals für die PlayStation 1 rauskam. Ich glaube, das müsste der vierte gewesen sein. Das war das mit Old Snake, ne? Nee. Der kommt jetzt, ja, demnächst als Remake. Das ist ein Snake Eater. genau, Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater, so heißt es jetzt dann, glaube Aber ich. das war doch der erste. Ja, egal, darüber können wir uns einen anderen mal unterhalten. Ja. Aber der erste Teil, der damals für die PlayStation rauskam, das wäre etwas, was ich gerne in moderner Optik und mit leicht angepasster, modernerer Steuerung spielen wollen würde. Würdest du denn auch sagen, Delta, also hier Delta Snake Eater, wäre mal wieder so ein Titel, wo du sagst, da gehst du in eine Vorbestellung? Nein. Aber du würdest es auf Ich, jeden Fall zu Release holen. vielleicht. Ja, mal schauen. Also es interessiert mich auf alle Fälle. Ich habe das ein bisschen verfolgt, aber vorbestellen auf keinen Fall. Ja, vielleicht hole ich mir irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann Release ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So gut verfolge ich dieses Spiel. Ich glaube tatsächlich, ist da noch gar nichts Festes. Ja, gell, war irgendwas. Da ist, glaube ich, noch gar nichts Festes draußen. Snake Eater, haben wir mal gesagt, ne? Ja. Release Date gibt es da tatsächlich auch noch keins. Was ja immer auch ein gutes Zeichen ist, wenn Spiele dann einfach irgendwie während der E3 oder während Gamescom oder sowas dann einfach dastehen und plötzlich heißt es ja übrigens, kommt nächste Woche. Ja, Auch wenn es natürlich sehr viele also Urlaubsplanungen dann sprengt. aktuell ist als Release-Date 2025 angegeben. Mehr Joa. nicht. Ey, das wäre aber auch schon gut, ne? Ja. Was wäre denn dein Spiel? Boah. Ey, ich muss da wirklich länger drüber nachdenken. Weil ich jetzt nicht mal das Genre per se wüsste. Ja. Ich glaube tatsächlich. Scheiß drauf, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, ich hätte ganz gerne Baldur's Gate 1 und 2, so wie jetzt Baldur's Gate 3 rauskam. Okay. Ich glaube, damit bin ich echt auf einer super sicheren Seite. Und wo ich auch sagen muss, so, ey. Ah, wäre Assassin's Creed 1. Also, die drei Spiele, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Aber am Ende wissen wir beide, ich will eigentlich nur World of Warcraft spielen. Lass mich jetzt in Ruhe. Nee, ich bleib safe und sag einfach nur, zack, Baldur's Gate 1, so wie Baldur's Gate 3 und fertig, aus. Okay. Ja. Gut. Dann sag ich... Ja, sag mal. Nee, ich wollte jetzt sagen, danke für die Runde, dass wir hier zusammen und gleichzeitig dann doch getrennt sitzen konnten. Ich möchte mich bei allen Parteimitgliedern bedanken, die heute erschienen sind. Nee, ja. ich find's cool. Ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir das öfters machen. Wir wissen das nächste noch Mal nicht. Vielleicht ein bisschen organisierter. Nein. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, falls ihr Themenvorschläge habt. Ja. Was war denn? Oh, Voice Crack des Todes. Oh. Ja, hallo, ich bin's, ja. Cartman. Ich bin jetzt auch da. Und Jesse kommt jetzt dann auch demnächst in den Stimmbruch. Hallo. Nee, soll ich ehrlich sein? Ich finde ja, das sag's ehrlich. Von der Organisation her finde ich das gar nicht mal schlimm, weil wir uns seit... Keine hatten. Was, weil? Weil wir keine hatten. Ja, richtig. Aber genauso laufen unsere Gespräche halt auch seit 20 Jahren ab. Ja, so, wir haben irgendein Thema und dann reden wir darüber und dann kommen wir von Höckchen auf Stöckchen. Und ihr seid jetzt dazu angehalten, uns zu folgen, nicht nur auf YouTube oder wo ihr das gerade auch hört, aber primär erstmal denke ich, glaube ich, wird es nur YouTube. Ihr seid dann auch dazu angehalten, uns auch in unseren Gedankengängen zu folgen. Und ja, das ist jetzt euer Los, genauso wie es unser Los ist, überhaupt noch zu wissen, wie wir heißen. Hallo, ich heiße Jesse Nieven. Ja, und damit möchte ich mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich bedanke mich bei Tex fürs Mitquatschen. Ich bedanke mich bei Jesse fürs Mitquatschen und Zuhören. Ey, geil, Mann. Und wir gucken jetzt mal, was in der nächsten Woche so alles im Internet passiert, was mit Videospielen passiert. Vielleicht gibt es irgendwas Drastisches, worüber wir sofort reden müssen, weil wir uns keine Therapiestunde mehr leisten können. Und das einfach an uns gegenseitig abladen. Vielleicht passiert auch irgendwas super Cooles oder es passiert auch einfach gar nichts und dann setzen wir uns hier hin und reden vielleicht darüber, was unser Lieblingskuchen ist. Und, oder schwelgen halt wieder in Vergangenheitserinnerungen. Ja, dann heißt es wieder, Kinder, setzt euch, der Opa erzählt vom Krieg. Mega. Ja. Ich habe den Daumen dabei gehoben. Ich habe es bildlich vor Augen gehabt. So, gut. Also, euch noch einen geilen Tag. Bleibt stabil. Wir sind Jesse Nieven und Tex-Max und in dem Sinne euch jetzt noch einen geilen Tag. Bleibt sauber, bis zur nächsten Folge des ungefragten Podcasts. Kussi und ciao.